Hallo, ihr lustigen Warhammer 40.000 Sanctus Reach-Fans da draußen und herzlich willkommen hier jetzt bei Die Lutas, eine neue Serie, wie ich es das letzte Mal schon angesprochen habe. Nein, Spaß. Da nicht genug Baumaterial für Großrotz Teleporter vorhanden ist, schickt er seine Jungs aus, um in den umliegenden imperialen Gebäuden nach allem Ausschau zu halten, was brauchbar sein könnte. Ganz nach dem Motto, erbeutet alles, was nicht nied- und nagelfett ist. So, genau das machen wir jetzt. Ah, schick. Die Ausbeute für Großrotz-Teleporter würde mager ausfallen, aber der Landeplatz musste gesichert werden. In Gorks Namen plündert das ganze Zeugs. Alles, was nicht festgenietet ist, gehört uns. Die verstreuten Space Wolves hielten die Stellung und warteten auf das Eintreffen der grünen Flut. Habe ich halt auch leider schon gespielt. Ich kann euch also jetzt meine Verwunderung nicht nochmal demonstrieren. Ich kann euch jetzt auf einmal schon mal sagen, ne, also wir werden jetzt von hier unten aus angreifen. Hier im Zentrum gibt es irgendwo eine Position, wo wir nochmal Leute rufen können. Und wir werden auch nach und nach Verstärkung bekommen. Darüber hinaus liegen überall so komische gelbe Zahnräder rum. Und diese gelben Zahnräder sind die Sachen, die wir einsammeln müssen und mitnehmen. Das heißt, wir sollten hier auch auf definitiv bewegliche Einheiten unter anderem setzen, aber nicht nur... So, ich nehme natürlich diese ganzen Mega-Nobs mit. Killer-Kahn interessiert mich nicht. Krumpa interessiert mich nicht. Den Mech nehme ich mit. Die könnte man tatsächlich gebrauchen. Wo ist meine... Das sind die ganzen Stormboys. Die brauche ich für diese Aktion. Den Warbuggy mit dem Zusatzschuss nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Ihr seht, was wir für Punkte haben, ne? Eigentlich könnte ich erstmal alles mitnehmen, was irgendwie... ein Level-Up schon hatte oder kurz davor steht. Den Painboy nehme ich mit. Wo ist... Wo sind meine Boys mit Wummel? Das sind die falschen. Ja, was soll's, dann nehme ich halt die mit. Ach nee, hier sind sie. Geilo. Der Skarkopka, Rostkop. Killer-Kans. Haben wir halt echt mehrere jetzt hier zur Auswahl. Nobs. Die Flash... Ach genau, die Flashkits. Die Flashkits will ich auch mitnehmen. Was ist mit der Truppe hier? Ah, so eine Boy-Einheit. Genau, Warbuggies. Ich nehme die Warbuggies nicht mit, weil ich sie nicht gut finde. Also da müsste einiges passieren, dass ich da meine Meinung über sie ändere. Painboy, Killer... Ach komm, jetzt nehmen wir doch noch ein paar Killer-Kans mit. Wir haben so viele Punkte. Wir haben noch mit Raketen drauf. Wir haben noch 90 Punkte. Das Problem ist, da können wir eigentlich nur noch eine... Ja, dann nehme ich halt noch einen Warbuggy mit. Der ist immerhin schnell und kann auch Zeug einsammeln. So. Wir haben jetzt hier Beutehaufen. Da liegen jetzt hier diese gelben Dinger rum. Da muss man einfach drauflaufen und dann hier wieder zurückfahren. Das ist der ganze Zauber. So, nichtsdestotrotz rücken wir jetzt erstmal mit dem hier dahin. Und richten uns mal in der Richtung aus. Also ihr seht, die liegen überall rum. Das ist jetzt halt der Schrott. Das finde ich aber ehrlich gesagt ziemlich geil, weil es einfach mal eine ganz andere Art von Mission ist. Das gab es vorher so noch nicht. Voll cool. Und ist auch unglaublich orkisch, wie ich finde. So, ihr seht, jetzt habe ich es eingesammelt, jetzt ist es auf denen drauf, jetzt fliege ich zurück, jetzt haben sie es immer noch. So funktioniert das. So, vorrücken. Ich schicke jetzt einfach mal alles vor, was ich vorschicken kann. Den schicke ich schon mal... Ah ne, hier habe ich auch noch Leute. Trotzdem, den schicke ich schon mal dahin, damit er das hier nachher einsammelt. Ich weiß doch jetzt schon, dass ich hier nicht alleine bin. Wir werden sowas von nicht alleine hier sein. Okay. Stück für Stück geht's nach vorn. Ja, und ich gehe mit dem hier auch schon mal hin. Also, man darf jetzt deine schnellen Einheiten hier, ich sag jetzt mal, man da hat die Wahl, wie man sie einsetzt, aber man sollte halt definitiv immer darauf achten, dass es halt mit den schnellen Einheiten so viel besser ist, diese Dinger einzusammeln.
deswegen sollte man sie wirklich vornehmlich für diese Aufgabe letzten Endes benutzen. Ne? Leuchtet hoffentlich ein. So, ich sehe natürlich noch keinen Gegner, deswegen kann ich jetzt auch momentan überhaupt nichts mit meinem Katapult machen. Wobei, das ist eine Lüge. Ich sehe doch was. Aber es ist zu weit weg. Gut, wenn es zu weit weg ist, ist es zu weit weg. Na, da sehe ich dann doch noch was. Und komme da leider nicht drauf. Okay. Naja, gut. Könnt eh noch vormarschieren. Also, es gibt ja einiges an Space Wolves. Das kann ich euch auf jeden Fall auch jetzt schon versichern. So. Die Runde kriege ich leider noch nicht drauf. Dafür war es ja doch zu weit. Und ich muss 17 Stück davon sammeln. Und wenn ich 17 Stück davon gesammelt habe, haben wir gewonnen. So einfach ist das. Das Ding kann eh nicht schießen, wenn es... Also, es hat keinen Reaktionsschussbereich. Das ist das Problem. Ich muss jetzt mal überlegen, wie ich meine Leute hier aufbaue. Es sieht jetzt am Anfang leicht aus, aber das wird es nicht sein. Das Gute ist auch, dass ich jede Runde diese Dinger abliefern kann. So, noch eins. So. Also ich kann wirklich jede Runde eins abliefern. Also mehrere, also jede Einheit. Ihr versteht, was ich meine. Die Einheiten können das halt, ne? Also. Ich will damit sagen, ich kann mehrere pro Runde an jedem Ding abliefern. So, Punkt. Manchmal stelle ich mich nicht an, ne? So. Da kommt jetzt die Überraschung. Der lädt schon ein paar aus, ne? Aber guck mal, wer da schon wieder ist. Der Unsympathische. Und der weiß, auf was er schießen muss. Der will nämlich nicht, dass wir das einsammeln. Er hat, glaube ich, ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Er glaubt, dass wir damit blöd sind. Ich persönlich halte das für ein Vorurteil, aber gut, ich kann es ihm nicht austreiben. Oder vielleicht doch. Au. Ihr seht, was das Problem ist bei der Mission. Die schnellen Einheiten beschützen. Ich gehe jetzt hier aggressiv durch. Um zu verhindern, dass hier schlimmere Dinge passieren. Die Melter-Einheiten können nämlich sehr unangenehm werden. Gott, machen die gar keinen Schaden, ey. Ich dachte, die machen mehr Aua. Kriegen die mehr hin? Nicht so wirklich. Okay, das war schon mal deutlich besser. Mhm. Fall back. Und das ist ihr Ende. Perfekt, gut. Dann holen wir uns ganz schnell das da. Ihr seht schon, da gibt es noch mehr Überraschungen. Die ich persönlich nicht so toll finde, natürlich. Und jetzt schießen wir die natürlich noch irgendwie klein. Nicht zu weit vorgehen bei dieser Mission. Weil die sind halt wirklich gestaffelt, die Space Wolves. Also die warten geradezu auf solche Fehler. Ja, komm, dann lad das denn hier ab. Und zurück. Übrigens, keine Ahnung, was passiert, wenn eine Einheit drauf geht, wenn man so ein gelbes Teil dabei hat. Weiß ich gerade nicht. Und ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man auf einer Zone stirbt, wo ohnehin schon ein gelbes drauf ist oder sowas in der Art.
Ja, das macht echt nicht viel Schaden. Auch so nicht. Yippie-ja-je. Was hat der für eine Waffe? Nein. Fette Wumme. Mal gucken. Die sind nämlich schon sehr unangenehm, die Jungs. Na toll. Nehmen wir dem einfach mal ordentlich eine ins Kreuz. Warum hat er jetzt da so schräg geschossen? Ich glaube, ich schieße auf die falsche Einheit. Das dagegen könnte ihm viel Schaden machen. Ja, das ist halt einfach ein geiler Skill. So. Moral erhöht. Und ich will halt nicht mit denen jetzt hier direkt schon quasi in den Nahkampf, ne? Haben die nicht eine geile Bombe? Ah. Da kann ich das hinwerfen, okay. Das scheint auch eher ihre Kragenweide zu sein. Was mache ich jetzt mit dem Verein hier? Das interessiert die halt gar nicht, wie ihr seht, ne? Schön. Der Typ ist halt einfach extrem krass. Extrem krass. Hm. Kann die Rakete da was machen? Oh, das ist ein Melter. Ja, okay, der Melter kann was machen. Aber schien auch beim ersten Mal eher so ein Glückstreffer gewesen zu sein. Noch so eine Gitbrenner-Einheit. Kann ich da was tun? Oder so? Nein, da drehe ich meine eigenen. Ah, scheiße. So. Hier geht noch dahin. Der wird gleich in der nächsten Runde so böse metzeln. Ich habe jetzt schon Angst. Nobs mit Knarre. Warum können die nicht drüber schießen? Die können nicht drüber schießen. Ah, die waren schon dran. Und Reaction Zone. Jetzt habe ich aber auch den Kollegen. Mit ein bisschen Glück. Treffen die auch was? Ja, treffen meinen eigenen kritisch. Schön, das hat sich gelohnt. Natürlich hat sich das nicht gelohnt. So, ihr geht vorsichtig hier um die Ecke, nur um festzustellen, dass da keiner ist. Klassischer Häuserkampf, ne? Man sichert sich gegenseitig. Mit denen hier sowas nicht einsammeln, die sind einfach viel zu lahm. Das bereut man dann sehr, sehr schnell, wenn man das getan hat. Ja, immerhin 27 Schaden. Könnte schlimmer sein. Und wieder zurück. Jetzt haben wir immerhin schon mal zwei abgeliefert. Ihr müsst das auch noch abliefern. Und macht daraus vier. Trifft ihr auf die Distanz? Oh, Tatsache, ein bisschen schon. Naja, okay, ich nehm's zurück. ja, da kommen jetzt die Jungs. Ich erinnere mich.
Wo bin ich hier jetzt gelandet? Hier, ah, okay. Ja, immer wieder das mit dem Hin- und Herklicken ist manchmal ein bisschen irritierend. Das ist der Heilerboy. Ich nenne ihn jetzt halt einfach Heilerboy. Ich weiß, dass er Painboy heißt. Kann ich ihn hier, genau. Das Lustige ist, die kann ich aufmotzen. Die, so ein Fahrzeug kann ich natürlich so nicht aufmotzen. Komm, bam. Noch 120 Schaden. Yeah. Und alle bewegt. Oh, da kommt ja noch mehr. Ich vergaß. Mir den Schrott wegnehmen wollen, die Schweine. Das ist mein Schrott. Er ist in meinen kalten, toten... ich meine noch nicht ganz toten Händen. Meinen grünen, prankigen Händen. Was ist denn ganz leicht Schaden gemacht? Wow. Ah, da hat er sich mit dem richtigen angelegt. Der haut dreimal zu. Der hat irgendwie, glaube ich, einen Zusatzangriff. Beim ersten Mal oder so. Lassen Sie das, ich hasse das. Au! Nein! Wow, wow, wow. Ihr seht, geil, wir hätten beinahe gerade einen Deathcopter verloren, ne? Da laufen jetzt diese scheiß Thermis rum. Und die spielen natürlich auch noch mit ihren komischen Energie-Echsen. Okay, das war jetzt nicht so schlau von denen. Hauen das mal wieder ab. Ja, okay, es war vielleicht doch eine gute Idee, die Dinger mitzunehmen. Immerhin tanken die das jetzt hier so ein bisschen. Ja, und der geht es drauf, bestimmt. Na? Darf ich noch was gut spielen? KI macht. Ah, jetzt darf ich. Okay. Ja, der hier ist jetzt. Oh, der ist ziemlich im Arsch. Hm. Ja, komm, geh ich jetzt dahin. Versuche jetzt erstmal dir wegzuballern. Immerhin schon mal einen weniger. Was mach ich mit denen, Nopse? Ich will mit denen definitiv nicht in den Nahkampf mit dem Dicken. Das halte ich für die dümmste Idee des Jahrtausends, mit dem in den Nahkampf zu gehen. Ein Hitpoint. Super. Nehmen wir da auch nochmal drei. Seine Moral geht halt nicht runter, ne? Ich geh mal dahin, da kann ich sicherlich noch irgendwas Cooles machen. Verbessern ihren Nahkampf. Naja, okay. Das trifft jetzt leider. Warte mal, das könnte ich natürlich theoretisch machen, aber das wäre ziemlich doof, weil da würde ich so viele eigene treffen. Wobei auf der anderen Seite, komm, scheiß drauf. Es hat bei ihnen deutlich mehr angerichtet als. Okay, nee, unsere Sinne ist am Paniken. Unsere Sinne ist am Paniken, das hilft auch nicht wirklich. Ach komm. Na also, einer weniger. Bah. Bah. Doch, der kann tatsächlich sogar schießen, stelle ich gerade fest. Nett. Moral geht den Bach runter, damit kann ich leben. Er versucht es erstmal wieder abzukauen hier. Er hat es geschafft. Habe ich von diesem Buggy ehrlich gesagt nicht erwartet, dass er das hinbekommt.
Jo. Was auch immer er da sagt, ist mir egal, aber seine Moral ist jetzt schon sehr weit unten. Und er ist gebrochen. Ja, das Problem ist, es wird ihm egal sein. Nee, er ist nicht gebrochen, das sah so aus. Ich helfe da kurz mal mit hier nochmal ein bisschen mit denen im Kampf. Dann kann ich sogar einfach weiterfahren. Hehe. Der ist aber auch ein bisschen Chefs hier aufgestellt. Geilo. Wird jedes Mal besser, wenn ich das tue. Ach, warte mal, er hier hat es dabei, genau. Er muss jetzt sowas von hier weg. Aber erstmal müssen die das hier abladen. Da kann jetzt in dieser Runde keiner mehr drauf, aber die wollen auch einfach nur weg. Was mache ich jetzt mit dem Teil hier? Erstmal vorschicken und dann wenn das Ding nur ein bisschen schneller wäre. Wow, okay, das war ein super Treffer. Also für ihre Verhältnisse war der super. Ja, die sind gebrochen, die wollen nicht mehr. Dann helfen wir ihnen doch bei der Entscheidung, in welche Richtung wir laufen. Oh. Okay, die gehen nirgendwo mehr hin. Ups. Hoppala. Guten Tag. Also wenn die mal kritten, dann ordentlich. Jetzt stell dir mal vor, die bekommen diese Crit-Fähigkeit. Das schlagert nicht mal mehr mit den Ohren hier, dann ist einfach nur noch vorbei. Theoretisch könnten die das jetzt komplett ausschalten. Theoretisch. Wegen 3 Hitpoints halt nicht. Das sind jetzt hier die Nahkampf-Nobs. Ist irgendwie eine Einheit, die dringend Heilung bedarf jetzt schon in der Nähe. Nope. Er könnte halt nochmal diese scheiß Bombe werfen, aber gut, gerade eben eh nicht. Ich halte ihn mal jetzt vorsichtshalber hier hinten, weil wir werden ihn eher noch als Heiler brauchen. Aber auch das, liebe Leute, wird dann eher in der nächsten Folge der Fall sein, auch wenn ich jetzt noch ganz kurz diese Runde hier zu Ende spiele. Schöner Crit. Wie schön, dass er einfach mal alle daneben setzt. Das hatte gerade auch etwas. Nicht unbedingt was Schönes, aber es hatte was. So, den nächsten Haufen haben wir schon geholt. Kann ich nämlich auch hier hinlaufen. Hoffentlich habe ich ein besseres Schusswert. Hoffe, dass ich da jetzt ein besseres Schusswert habe. Naja. 10. Es nagt hauptsächlich an ihrer Moral. Die haben auch eine Wumme, ne? Ja, wird schwer zum Treffen. Hauptsache, sie treffen irgendwas. Ne, sie treffen nichts. Da liegt noch einiges rum. Das Gute ist aber auch, dass die KI nichts einsammeln kann von dem ganzen Zeug. Das finde ich persönlich am besten. So, oh, warte mal. Ich kann ja Bonusangriff machen, genau. Was? Nein, du sollst angreifen. Okay, einer ist ausgeschaltet und den zweiten schalten wir natürlich nicht aus. Genau, den kommt da noch. Der kann hier nicht abladen. Der kann nur hier abladen. Wir haben schon 7 Stück. Das ist wirklich fantastisch.
Geh ganz vorsichtig vor. Boah, ey, guckt euch mal an, wie die die Moral zerstören. Fuck, ey. Ich liebe das, das ist so super. Ja, da komme ich leider nicht drauf. Okay, ich glaube, das war's auch schon. Ah, nee, die können noch zu lang. Gut, dann sollen sie es doch machen. Komm, hau nochmal drauf. Ich habe gehört, das gefällt denen. Und der hat schon, okay. So, liebe Leute, das war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.